Svenja Stoppard, was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcelos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen? Senior Stoppard. Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Mausoleum, Sommerhaus, kleine Verwechslung, kann jedem mal passieren. Die spanische Bibel, die ich mir im Mausoleum ausgeborgt habe. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Von der Decke hängt eine große vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle...
Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Ein glattes, wunderschön bearbeitetes Stück Stein, das in der großen Kerze versteckt war. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger, mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay, Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor, das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war.
Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay. Wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle. Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Nur einen Moment doch. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang. Wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Hallo, Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Wünschelroute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Route an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Routenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkommanichts gefunden haben. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelroute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist.
Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lupus wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mäht mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Da, in der Mitte der Türe, kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung, so glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben.
Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien.
Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid, Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen, Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Verzeihen Sie. Sie muss taub sein. Ja, mein Lieber. Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja, und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Ach, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Wo
Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Kannst du nicht mal stillsitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Hi, kleine Party? Das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab mich gar nicht gemerkt. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitlingssee dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitlingssee beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit.
Ja, und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Bis später. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbart. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Wie sind Sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbart. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Möge Allah Sie führen zu Ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt.
Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mach ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastiksprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ich finde hier nichts. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Nein. Ich versuche, die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, als das nicht funktioniert. Nico? Aha. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö.
Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Vielleicht doch nicht. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Ich schiebe den Griff in den Mund des Dämonen. Die Zahnräder greifen alle ineinander. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn noch? Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet, Lobineau hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort. Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet, Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot, und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach, George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn.
Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch! Tötet sie! Sie werden uns nicht entkommen! So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren! Ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf! Aber Meister, das Pulver! Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg. Und zwar aus dem Englischen, du Idiot! Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Wir blieben nicht lange in Schottland. George musste noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Und ich musste noch eine Story schreiben. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Aber genug Halbwahrheiten, um eine Seite zu füllen und davon meine Miete für einen Monat zu bezahlen. George und ich hingen zusammen in Paris rum. Ich zeigte ihm meine Lieblingsrestaurants und er erzählte mir seine Lieblingswitze. Weißt du, Nico, mit dieser Stadt verbinde ich jetzt so viele Erinnerungen. Die Cafés, die Musik. Die Kanalisation. Klar. Die Clowns. Die Jongleure. Oh, und dein Kumpel Lobineau. Ja, der teure André. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich meine Nachforschungen angestellt habe, bist du ziemlich oft verschwunden, Nico. Warst du mit Lobineau, Es ist etwas passiert, aber das hatte nichts mit André zu tun. Aha. Es war etwas aus der Vergangenheit, das ich erledigen musste. Alleine. Also habe ich es erledigt. Und jetzt ist es vorbei. Hey, habe ich dir schon mal von dem Rentnerpärchen aus Iowa erzählt, das im Lotto gewinnt? Nein, aber ich habe den Verdacht, das wirst du bald tun. Also, da war dieses Rentnerpärchen. Die waren schon ewig verheiratet.